So, da sind wir wieder bei Kung Fu Theater. It's tale time. Was mir jetzt noch fehlen, sind die zwei roten Fernbedienungen. Die hole ich. Das machen wir jetzt. I'm the ultimate weapon, baby. Yeah. Oder das hier. War das nicht hier? Ich hau mal lieber ab. Das war ein bisschen zu langsam. Naja, komm. Ein bisschen gazen hier. Hallo. Ja, es war ein bisschen unglücklich getroffen, aber ein bisschen Schaden. Kostet ja nichts. Und ich denke mal, ich mache auch nicht mehr lange. Es wird jetzt erstmal ein sehr langer Part. Und nach dem Spiel erwarten euch auch zwei PlayStation 1 Spiele, die ich noch vorhab. Und dann gibt's Nintendo. Ja. Also auch so ein paar geplant, ich machen möchte. Oh, jetzt noch die dritte davon und ja, dann sind wir gerade erstmal durch mit diesem Level. Ah, schön, ey, dass wir so weit sind. Hammer. It's tale time, völler armer Heim. Plan ist wirklich, dass wir heute fertig werden. Wenn. Aber ich verspreche noch nichts. Last time I was here, I was dressed as a woman. Yes! Alles klar, ey. Das ist so. Komm, laber mich nicht voll, Gecko. Oh, great. The dream sequence from Brazil again. Der schwierigste Gags-Teil meiner Meinung nach ist Gags 3. Schon eine. Es hat echt mega viele. Todesrätsel, wollte ich sagen. Nein, es hat viele Rätsel, die echt ätzend sind. Aber die Bosse sind. Naja. Da finde ich die hier echt in dem Teil anspruchsvoller und geilerer. Umgesetzt. Sehr gut. Hammerer, könntest du bitte mal in die richtige Richtung lenken?
Der Lift, wo bringt er mich hin? An einen geheimnisvollen Ort, des Jenseits der Ninjas. Nein, war nur Spaß. Ja. So, du hier? Wir hatten schon mal so ein China-Level gehabt. Dann kann ich... Oh, ich... Ja, wir müssen wohl ganz nach oben. Ist ja nicht so schwer. Wie habe ich das gerade gemacht, bitte? Hä? Naja, egal. Ich warte mal einen ab. Nein! Warum bleibt er einfach nicht da drauf, der Gex? Tja. So, jetzt noch einen höher. Wer Fragen zum Spiel oder Hilfe braucht, wie man hier weiterkommt, kann jederzeit mir in die Kommentare schreiben. So, auch dieser Level wäre geschafft. Endlich. Mal sehen, was wir hier drüben haben. Was hier noch? Ach so. Ich glaube, hier ist noch ein Level und das würde ich noch machen. Ja, zumindest mal anfangen. Weil Kung-Fu-Theater haben wir fertig. Dann kommt jetzt hier Rocket Channel. Ich glaube, das ist der letzte Weltraum-Level. Ja, das ist genau der schwierigste. Okay. Och man. So, nehmen wir hier noch was mit. Ja, wunderbar. Guckt euch das mal an, ey, so. Das Design schon. Ich will da hochkrabbeln, aber erstmal Luft.
Ach, Leben. Ist hier noch ein Käfer? So, wo lang? Gott, erstmal hier. Was? Hier ist die Weiße? Wow, cool. Schnellluft. So, hier hochkabeln. Jetzt bauen wir nur noch den sammelbaren Scheiß. Wo mir auch nicht wirklich mehr viel fehlt. War schön, dass wir die Weiße gefunden haben. Noch besser. Ja, jetzt muss man 50 von diesen Alien-Puppen sammeln. Wird das so schnell schaffen? Lass mal hier. Jetzt kommen wir hier hoch. Nein! Ich fände den Tisch wieder runter. Ach, typisch ich so. Boah, war das knapp. Ich will noch mal ein bisschen sammeln. Warum ich das gemacht habe, weil ich noch ein paar sammeln wollte. Ja, das.
Tour to beam up. Diesmal gehe ich einen anderen Weg. Und zwar dann nach unten. Ja. Schon mal auch die beiden. Wunderbar. So, jetzt hole ich erstmal die erste rote. Ich mache mal jetzt zuerst. Ich weiß auch, wo die ist. Und da gehen wir hin. Die ist nämlich hier. Bisschen Luft holen. Das war so klar. Ich will springen und was macht der? Krabbelt nach unten, was er ja nicht soll so. Nein, ey, Mann! Ich hasse das. Diese Kursionsfrage. Warum fällst du mal darunter, du kleines, dreckiges, verficktes Scheißviech? Boah. So. Komm. Ja, dann habe ich das. So, holen wir noch die letzten zwei roten? Müsste ich alle haben, eigentlich.
forget about it. Ich wüsste auch sogar wo. Er fällt runter. Damn this pesky gravity. Schnell. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kriege ich das denn nicht hin? Bin ich irgendwie zu blöd fürs Spiel? Ich habe noch nie ein frustrierendes Spiel hier gespielt wie das. Will ich erstmal unten lang? Nein. Oben. So, wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Dahin. Ich bin einfach viel zu blöd. Das ist mir zu dumm. Ich verliere hier all meine Leben. Und ich verliere einfach nur all meine Leben, was frustrierend ist an diesem Teil. Dafür gehe ich hin. Oh, fill her up with unleaded, please. Ist das nicht hier? Dann gehe ich mal runter. Okay.
Das Level hat mich nicht lieb. Es hasst mich. Weil es einfach nur grottig ist. Jetzt mal wirklich. Jetzt weiß ich, wieso ich nie Retro-Games gern gezockt habe. Alleine, weil sie einfach zu brutal und zu schwer waren. Für mich so vom Empfinden her. What the fuck? Ach, jetzt kann man hier rüber. Aha. Ist das hier, wo ich hin muss? Ich hoffe. Okay, was war das für ein Gegner? Yes, ich bin endlich hier, wo ich hin wollte. Wunderbar. Ah, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ja, genau hier. Nein! Mann, ey, sorry. Oh, das Spiel ist so böse. Es ist einfach böse, ey, zu mir. Tell me again the difference between the future and Las Vegas. So, da werde ich mich für rächen. Definitiv. Ich werde auch gleich Schluss machen wollte. Ja. Hör schon, wie ich da rankomme. Ja. Ey, es ist sowas von dumm. Einfach nur, boah.
Nee, da kann man sich aufregen, weil es ist schon Jump'n'Runs. Das beste Potenzial, um sich aufzuregen. Auch zu schimpfen und so. Das gehört zum Let's Player sein einfach dazu. Zum wahren Leben natürlich nicht. Das ist klar. Was für ein Level, ey. Leckt mich am Arsch. Ja, ich mach mal einen Cut. Bis gleich.